Ah, jetzt bin ich hier. War hier die Wand mit dem... Genau, okay, dann bin ich jetzt wieder am Anfang. Das ist super. Dann kann ich jetzt nochmal den Weg abgehen. Nee, denn hier gab es ja die Wände, die ich kaputt machen konnte. Links einmal hier. So. Super, hier gibt es nämlich noch ein Steinchen. Das nehmen wir gleich mal mit. Und noch eine Leiche. Mit einem grünen Steinchen. Und weiter vorne gab es ja auch noch hier den Jungbrunnen. Und hier rechts eine Wand. Oh, nein, das wollte ich jetzt nicht. So. Was gibt's hier? Noch ein Steinchen. Dann hätten wir einen Stein komplett. Das ist sehr gut. Und ein rotes Steinchen. Hey, cool. Super. Hätten wir einen Stein komplett. Können wir sogar benutzen. Für etwaige Gegnermassen, die uns eventuell entgegenkommen. So, jetzt waren hier drei Jungbrunnen. Ich brauche keinen einzigen davon. Drei Jungbrunnen? Zwei Jungbrunnen waren hier, ne? Na, egal. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier lang. Lauf mal ein bisschen. Hui. So, und jetzt kann ich da lang. Hier können wir unsere Magie wieder auffüllen. Aber erst mache ich die Wand auf. Und dann fülle ich die Magie nach. Strategisch klug. So. Gut, und weiter. Oh. Schriftrolle, jawohl. Die offensichtlich rumliegen, sind meistens so Schriftrollen. Naja. Aber die wollen ja auch gesammelt werden. Bringen uns zwar nichts. Nur storytechnisch, aber so. Oh Gott. Hallo Schloss. Was geht? Ich laufe dann einfach mal. Gerne auch schnell. Huch, okay, das waren die Verus-Wälder. Wir haben alle Steine gefunden. Sehr schön. Und wir kommen jetzt zu Vigol. Okay. This village is one of the last vestiges of human civilization left in this place of death and cold. It lies not far from the Vampire's Castle, our next objective. I have some matters to attend to here, matters that could spoil our plans. I will deal with them and try to rendezvous with Gabriel later. He has not slept in days, not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything, that I have followed him this far. Ja, ja. Okay. Was passiert? Kann man da rein? Da kann man rein. Bringt's mir was? Was ist das denn da oben? Du kannst diese Bruderschaftslade nicht erreichen. Ich will das haben. Das ist ja fies. Ich hab's entdeckt, ich will's haben. Oh Gott, was passiert hier? Thank God that you are still among the living, my friend. The Lycan Lord has been defeated. I have his power. What happened here? I congratulate you on your victory. But these fellows were not so fortunate. Word has spread of our quest. The vampire clan have slaughtered this entire village. And now, they are expecting us. That abbey.
I am told the abbot possesses an ancient relic that harnesses the power of the sun. It is said to be capable of burning vampires and reducing them to ashes. That relic protects the abbey and all who take refuge there. But the abbot has barricaded himself inside and filled the building with deadly traps to deter visitors. After years of isolation, some say he has been driven quite mad. He resides up there, in the tallest of the towers. If we could persuade him to give the relic to us, it would give us a tremendous advantage over the vampires. But it won't be easy. Mad or not, damn him for not protecting his people. Ghouls! Ach du großer Gott, Ghoule? Nom nom nom. Ach du großer Gott. Das hast du gerade schon gesagt. Eieiei. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich den Bestiareneintrag nicht jedes Mal öffne. Kann man euch one-hitten? Man kann euch one-hitten. Ich bin vergiftet. Moment. So, jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. So, ich glaube, ich muss das Ding da wegschieben. Das ist nur so eine Vermutung. Es leuchtet. Auf die Löcher wahrscheinlich. Wie geht das nochmal? Wie kann ich nochmal schieben? Ach so, genau. Ich will nicht auf den Boden schlagen. Ja, ich will, aber er lässt mich nicht. Wie geht denn das? Der lässt mich nicht. Scheiße. Hä? Ah, Viereck ist geradeaus. Okay, jetzt lass mich mal dahin. Das geht nicht. Muss ich außen rumschlagen? Oh, ja. Nein, Moment. Du, komm mal her. Dich machen wir mal so platt. Die platzen, weil wir denen ein Kreuz in den Bauch rammen. Das ist auch schön. So. Wo muss ich dich denn hinschlagen, mein Statüchen? Muss ich überhaupt schlagen? Weil ich dagegen laufe? Nö. Was muss ich denn machen hier? Es geht nix. Ja toll, da kann ich Shoryuken machen. Es bringt nix. Was soll ich denn jetzt mit euch machen? Ich habe keine Ahnung. Get out of my sight. Ich habe keine Ahnung, what I have to do. Falsche Macht. So, hier kann ich meine Magie aufladen. Das ist schon mal sehr schön. Gabriel, see if we can use that statue to block the hole. Ja, weiß ich doch. Aber ich kann doch nichts machen. Dich kann ich schlagen. Hier ist aber noch kein Loch. Das kommt noch, glaube ich. Oh, was ist das denn? Eine Leiche. Was habt ihr denn? Ah, ein Steinchen. Das ist schön. Ja. Mein Problem an der Sache ist, mein Freund, ich krieg die Statue nicht geschoben. Get away from me, you filth. Ach, guck mal, hier ist noch eins. Ja gut, aber da sind überall Schienen dahin und... Hä? Ja, die kann ich alle schieben, das ist toll. Warum kann ich dich nicht schieben? Oder muss ich... Ah! Okay. Ja, das ist ja wir sollen da drauf kommen. Das ist ja Banane, ist das. Na, machst du jetzt mal... Hallo? Geht doch. Komm her. As you wish. Komm, zieh. Kipp um. Das machen wir jetzt überall, Sobek. Hier kommt das nächste. Mach hinne.
Oh, wie viel die aushalten. Ist ja ekelhaft. Von wie viele es sind. Guckt mal, ihr Ghule. Das passiert mit euch auch, wenn ihr jetzt nicht abhaut. Also geht lieber. Mein Gott, seid ihr jetzt tot? Da ist ein Kristallsplitter. Möchte ich den haben? Ja, das ist eine super Idee, Sobek. Du hast mir auch noch nie vorher irgendwie einen Tipp gegeben, dass, wie das geht. Finde ich ja toll, dass der Ghoul da unten jetzt rumsteht und nichts macht. So, nächstes Loch zu. Hey, cool. Das hast du gerade gesagt. Das hast du gerade gesagt. Das hast du auch gerade... Nein, das hast du nicht gerade gesagt, aber... So. Okay. Ihr seid anstrengend, deswegen... Oh nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Ghoul greifen. Weil die sind viel anstrengender. So, und jetzt der nächste. Ich mache euch jetzt alle One-Hit, das geht viel schneller. Ja, wärst du mal in deinem Loch geblieben. So, und du auch noch. Ich weiß. Deswegen musst du jetzt hier hinkommen. Komme schneller. Und cool, lass den Sobek in Ruhe. Hör auf, den Sobek anzukotzen. Ich brauch den noch. So. Packen wir uns die letzten und machen die kaputt und dann dürfte doch Ruhe sein, oder? Na, gib mir mal die. So, den letzten auch noch. Kaputt. So. Haben wir jetzt alles? Ich hoffe doch. Ich hole mir mal eben Energie so weg. Wenn es dir nichts ausmacht. Düpdidu. So. Jetzt. Lass mich da hin. Vielleicht kann ich diese Tür niederreißen. Ich weiß auch, glaube ich, wie. So. Na, mach jetzt aus. So. Liegt hier noch ein Soldat rum, zufällig? So rein zufällig? Da, ach jo. Mit einer Schriftrolle, okay. So. Gut, gut. Und die nehmen wir auch mal mit. Super. Und rein da. Ah, ein neues Relikt. Und ich ahne auch welches. Der Pflock, der Handwerker, der die Kette und die Hakenspitze für das Kampfkreuz anfertigte. Rinaldo Gandolfi wollte die Waffe mit weiteren Optionen für den Nahkampf ausstatten, besonders gegen übernatürliche Kreaturen der Nacht. Aus diesem Grunde entwarf er den Pflockaufsatz, der dem Kampfkreuz schließlich den Namen Vampirtöter einbringen sollte. Yes. Jetzt können wir das hier. Na, komm. Voll awesome. Jetzt können wir diese Dinger bewegen. Ich weiß zwar nicht, was der Unterschied ist zwischen vorher und nachher, dass wir das nicht machen konnten. Vielleicht hat die Spitze den letzten Schliff verteilt, gegeben an Länge, dass das da irgendwie funktioniert, aber naja. Wir wollen es mal nicht hinterfragen. Und wir sind aus Weigol raus, haben alles gesammelt, gehen mal ins Talentfenster. Nein, ich möchte mal bei den Reliktkräften nachschauen. Wir können nämlich schon einiges kaufen. Den kaufen wir mal. Jawohl, den kaufen wir. So. Gut. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit den Abteikatakomben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.